muss ja gar nicht unbedingt alles sagen. Wenn das Hochzeug 80 Personen im Saal. Das hat doch gar nicht stattgefunden. Einmal Rösti bitte. Ich bin wieder an der Steuererklärung. Oh mal, Chef. Reg dich auf über Steuererklärung. Was soll ich sagen? Ich bin angestellt, ich habe sowieso noch einen Lohnausweis. Kann ich nicht abziehen. Oh mal, es ist Toto. Die sind immer so pingelig. Gute. Danke. Ma così non va, eh no? Gewinne personalisiere und Verluste sozialisiere, oder? Und ich bin bald der Sozialfall. No, 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 signori banchieri. La cascia nicht der Macke, eh? Entschuldigung, darf ich Ihnen einen Franken schenken? Nein. Bitte. Warum? Alles, was man gibt im Leben, kommt zurück. Merci vielmals. Hey, sorry. Jawohl. Hast du mal einen Stutz? So. Merci vielmals. Hören Sie, Herr Doktor, ich habe Ihnen gesagt, ich verträge die Atmosphäre in dieser Anstalt nicht mehr. Ist das klar? Nein, ich komme nicht mehr zurück. Ich habe Ihnen gesagt, ich fange jetzt ein neues Leben an. Ich suche eine Frau und gründe eine Familie. Ade, Herr Doktor. Hast du schon Kinder? Nein. Soll ich mich ausstecken, dass ich mir Polo, was empfiehlst du Jugendlichen, die talentiert sind, die ambitioniert sind, Musik zu machen? Was empfiehlst du diesen Leuten, dass sie sich im Markt behaupten können, dass sie sich, welche Probleme siehst du da? Üben. Eichhof. Das ist mein Bier. Winter. Okay. Ich arbeite doch im Unispital, oder? Also,
Ein paar Tage in der Woche habe ich Dienst im Kühlhaus. Da komme ich auch an Leichen an. An tote Körper? Du glaubst gar nicht, was die Studenten alles rumliegen. Ich packe schnell die Sachen mit. Die Studenten, Frau Rössel, den Kaffee im Esszimmer. Macht den besseren Eindruck. Sali zusammen. Was zum Teufel machst du in meiner Küche? Durchkriechen. Und was ist da drin? Etwas für den Thomas. So, wenn ich eure Sippschaft kenne, vermutlich auch Orangen. Der ist aber schon über ein Jahr tot. Hey, warte mal, der ist jetzt viel schwerer wie vorher und das Auto steht auf der anderen Seite. Ist ja gut. Hau ab und hol Garrette, bring Garrette zum Feister, lass ihn 110 Liter Sack in Garrette, fahr Garrette durch den Garten zum Gartengeber, lass ihn 110 Liter Sack in den Koffer rum und hau ab, ich sag halt! Willst du mir gerade zulassen? Nein, ich hab lang genug zugelassen. Da! Ich wott, dass du neben mich einsitzest. Hä? Bitte! Weißt du, so wie früher, wo du, der Moritz und ich noch klein waren, sind, bitte! Bevor ich gegangen. Und jetzt gehe ich. Und du bewegst dich nicht. Schön sitzen bleiben. Bis wir draußen sind. Ich wollte dich genau so im Gedächtnis behalten. Mit dem ganz speziellen Ausdruck auf dem Gesicht. Bewegungslos. Wie eine Brise am Morgen. Unbeweglich. Sanft, ruhig und unendlich friedlich. Ah! Für ein Ja zu der Abzocker-Initiative. Ein Ja zu der Abzocker-Initiative. Freddy, du bist doch sicher auch gegen die Abzockerei von diesen Top-Managern. Ja, schon, aber soll ich dir etwas sagen? Ich gehöre selber zu diesen Abzockern. Seit Jahren zocke ich skrupellos meine Mitmenschen ab und ein paar von denen sogar mehrmals. Ach komm, das ist nicht Abzocken. Doch! Die Initiative ist gegen die Millionenabfindungen von diesen Top-Managern. Eben, siehst du, in meiner Einmalfirma bin ich doch selber Top-Manager. Und ob ich jetzt 2 Millionen abzocken oder nur 2 Stutz, moralisch ist das genau das Gleiche. Ach, komm. Doch, ich bin ganz verkommenes unternehmerisches Subjekt. Nein, jetzt du dich beruhigen. Ah, das, was du machst, ist höchstens abpumpen. Sicher. Ja, aber gib dir auch etwas. Schau da, so stolz. So gut, du. Vielen Dank, merci. Hey, gell? Ihr von den Juso sind doch für die 1-12-Initiative. Ja, genau. Dass ein Manager höchstens das 12-fache von seinem Angestellten soll können verdienen. Eben, siehst du, und ich bin ja Manager in meiner Einmalfirma, dann käme ich eigentlich 24 Stutz über. Also 2 hast du mir schon gegeben, dann möchte ich das nochmal 22. Ja, so läuft das halt Gott. Einfach, gell? Haben Sie so einen... Ja? Selbstverständlich. Jetzt bei EP. Der Philips 42 Zoll Superflach-LCD-TV für 2499 Franken.